Einen wunderschönen Freitagmorgen wünsche ich uns heute zu dem Freitagswebinar, natürlich mit aktuellen Handelsideen. Heute im Aussie-Dollar, US-Dollar, also Austral-Dollar, US-Dollar, bisschen Slang hier am Morgen, Entschuldigung dafür. Dann schauen wir in Euro, britischen Pfund und US-Dollar, mexikanischer Peso. Das die drei Ideen, dann gibt es natürlich heute noch etwas mehr, wie immer, das machen wir ja freitags. Wir machen neben den aktuellen Dingen auch noch die Planung für die nächste Woche auf den Nachrichten und wir gucken mal, was die großen Indizes in der vergangenen Woche gemacht haben, bevor wir dann in den edukativen Teil hineingehen. Heute schauen wir einfach mal in das Thema Daytrading hinein, aber auf alle Fälle auch herzlich willkommen hier. Alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer, die hier morgens immer mit dabei sind. Ich freue mich über die wachsende Community hier an dieser Stelle. Und wie immer auch der Wunsch meinerseits, wenn eine Frage zu dem einen oder anderen Währungspaar oder aber auch Index oder Rohstoff besteht, gerne hier mit reinschauen. Bevor wir mit dem Webinar dann beginnen, Rolf, Steffen, Ludger, guten Morgen. Natürlich wie immer der Risikohinweis, er ist hier abgebildet, den bitte ich selbstredend in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Ich hatte ja gerade avisiert, worüber wir hier auch immer wieder sprechen können. Ich mache mal eben die Website von Tickmill auf. Da kann sich jeder auch informieren über all das, was hier geboten wird. Und bei den Instrumenten ist es so, man muss nicht immer nur auf den DAX oder den Euro schauen. Nein, wir haben hier bei Tickmill Forex, Aktienindizes, Edelmetalle und auch Anleihen. Über 80 Paarungen bzw. Handelsinstrumente stehen uns hier zur Verfügung. Das heißt, ein breites Potpourri, wo wir jeden Tag auch interessante Trading-Möglichkeiten finden können. Also hier sehr, sehr gerne einfach mal reinschauen und die entsprechenden Handelsinstrumente näher beäugen. Sind wirklich auch die Konditionen sehr, sehr gut hier an dieser Stelle. Übrigens, wo wir gerade hier auf der Website von Tickmill sind, gibt es immer wieder, jetzt muss ich nur noch kurz eine Seite mal zurückgehen, wir haben, jetzt muss ich kurz schauen, hier bei den Ausbildungen haben wir die Webinare. Alle die, die hier zuschauen, nicht über Facebook, sondern über unseren GoTo-Webinar bzw. die Aufzeichnung immer im Nachgang auch anschauen. Man kann hier live dabei sein. Elena, guten Morgen. Einfach mal auf die Website der von Tickmill gehen und dort einfach in die Webinare reinschauen. Und wenn man hier draufklickt, die täglich neuen Handelsideen, dann haben wir zum einen hier natürlich den YouTube-Kanal, wo man das Ganze sich anschauen kann und zum anderen hier können Sie sich registrieren für die Webinare an dieser Stelle. Also einfach mal hineinschauen und sich anmelden, damit Sie hier nichts verpassen, weil manchmal ist es wirklich so, der frühe Vogel fängt den Wurm und gerade im kurzfristigen Trading, wobei auch im Swing-Trading ist es halt gut, dass man zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist, einfach um die Performance zu optimieren und das Risiko mit im Zaumen zu halten. Das also hier ein kurzer Blick auf die Website und damit gehen wir selbstredend hier in die Tagesvorschau. Heute eine relativ lange Liste. Den ersten Termin wichtiger Art und Weise haben wir heute schon gehabt. Wir sehen es hier oben stehen. Um 8 Uhr gab es das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland. Wir hatten hier eine Prognose einer Veränderung von 0%. Ich blicke gerade mal rein, wenn ich das richtig gesehen habe. Es ist auch wieder 0% gekommen. Schauen wir mal, wie der Markt oder was der Markt hier daraus macht. Was bekommen wir heute noch mit den höchsten Relevanzen? Um 10 Uhr den IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland. Sehr, sehr, sehr wichtig, damit man weiß, wie es dem Geschäft in Deutschland geht. Um 11 Uhr gibt es die Verbraucherpreisindizes bzw. den Verbraucherpreisindex. Auch hier mit Prognose ein Plus von 1,4. Um 16.30 Uhr am Nachmittag eine wichtige Besprechung mit EZB-Präsident Draghi. Wir haben ja vor einigen Tagen auch gehört, das hatte ich auch auf Facebook kurz gepostet, dass wir hier vor möglichen neuen Finanzspritzen seitens der Notenbank stehen. Interessant, was da kommen kann. Ich bin gespannt. Da sollte man auf alle Fälle ganz genau hinhören, weil wir wissen ja noch beim letzten Mal, als es Geldspritzen gab, was die Aktienmärkte damit angefangen haben. Schauen wir mal, was wir hier daraus machen können. Um 16 Uhr, um 17 Uhr aus den USA den Fed Monetary Report. Das sind die wichtigsten Sachen. Was gibt es dann heute noch im Laufe des Tages? Sprechen auch aus den USA oder aus den Reihen des FOMC ein paar Mitglieder hier in den USA von der
Ja, Notenbank, das ist eine ganze Menge, was hier heute kommt. Wir haben haufenweise davon stehen. Mal schauen, ob irgendwas davon den Markt bewegt. Für diejenigen, die das ganze Rohstoff-COT-Report interessiert, das gibt es heute Nachmittag bzw. heute Abend hier 21.30 Uhr deutscher Zeit. Die aktuellen Dinge, damit wir sehen können, was die Big Boys mit den Rohstoffen bzw. den Futures an der Stelle auch gemacht haben. Das also zu den wichtigsten Sachen aus den Nachrichten. Wie ich schon gesagt, hier der Blick rein in die Eurozone, US-Dollar und etwas britisches Pfund immer mal ein bisschen dabei hier. China ist auch immer mal dabei. Heute keines der Sachen. Das heißt, von meiner Seite her, bitte auch, wenn Sie andere Währungspaare traden, immer auf die Wirtschaftsnachrichten schauen, die aus anderen Ländern auch kommen, weil das kann hier um einiges Bewegung sorgen oder für einige Bewegung sorgen. Gehen wir in die Handelsideen für heute rein. Ich hatte es gerade avisiert. Wir sprechen aus über den Australdollar im US-Dollar, Euro-britisches Pfund und US-Dollar Mexiko. Mexikanischer Peso. Den habe ich übrigens zufällig gerade auch hier im Chart noch auf der Uhr. Heißt also, wir starten einfach mit diesem Währungspaar. Jo, was haben wir hier gehabt? Beziehungsweise, was haben wir hier momentan am Laufen? Man sieht es, ich mache es mal etwas größer, relativ gut. Wir haben hier einen noch jungen Aufwärtstrend. Das heißt, er ist entstanden, hat seine Bewegung fortgesetzt und ist dann in die Korrektur reingelaufen. Momentan ist Korrekturtief. Das Temporäre sozusagen haben wir hier bei der Marke von diesem Tagestief von gestern um die 1,19, Quatsch, um die 19,10668. Da das Tagestief von gestern, hier auch das momentane Korrekturtief. Ob es das war, wissen wir noch nicht, aber wir haben hier definitiv umgekehrte Nachfrage im Chart schon ersichtlich. Woran ich das sehe, habe ich hier versucht auch darzustellen. Hier mal der Abwärtstrend in der Stunde eingezeichnet. Der ist gestern gebrochen worden. Hier gibt es mittlerweile einen Aufwärtstrend. Jetzt kommt es halt darauf an, dass dieser Aufwärtstrend sich nach oben fortsetzt. Kommt es dazu, dann können wir uns weiter nach oben orientieren. Im Sinne des Trendhandels, das heißt der Fortsetzung dieses grün markierten großen Trends, ist es dann natürlich interessant, Nummer 1, Zwischenstation hier, das nächste Trendhoch, das Korrekturhoch des Abwärtstrends, ist hier zufälligerweise auch das Hoch des Tagescharts, um die Marke von 19, warum mache ich immer 1, von 19, 41, 5, 6, 7, beziehungsweise dann haben wir hier das Top aktuell bei 19, 47, 0, 5. Nach unten hin, wenn wir doch keine weitere Aufwärtsbewegung sehen, sondern dass hier nur ein kleiner, sage ich mal, Fehlausbruch gewesen ist. Das Thema hatten wir ja auch schon, wie man sowas sich bestätigen lassen kann. Dann müssen wir nach unten schauen. Da ganz klar, ganz wichtig, kurzfristig auf dem Weg nach unten spielt natürlich auch das Tagestief von gestern eine Rolle. Ich klemme mal hier ganz kurz eine Marke dran. Ungefähr, was haben wir hier? Die 19,16622, circa. Das Ganze hier, wenn es unterschritten wird, geht es hier wieder in Richtung des Vortagestiefs beziehungsweise auch des momentanen Trendtiefs bei 19,10668. Ich hatte es avisiert. Dann haben wir hier einen kleinen Staubereich aus der vorherigen Bewegung, wo wir immer mal angetestet haben und dann doch wieder nach oben gelaufen sind, Marke hier 19,02. Und dann, wenn es noch tiefer nach unten geht, hier haben wir einen Boden momentan. Das war das Tief dieser starken Abwärtsbewegung und das Initiale vom Trend nach oben hin, die Marke von 18,877. Wir gucken auch nochmal ganz kurz in den Tages- bzw. in den Stundentrend hinein hier. Bitte nicht diesen Aufwärtstrend verwechseln mit diesem Aufwärtstrend hier an dieser Stelle. So lange wie der Markt unter dieser Marke hier gewesen ist, war es klassisch rein weg die Korrektur, die hier lief, in Form eines untergeordneten Trends in der Stunde. Das muss man aufpassen, dass man das Ganze gut zusammenbringt, welche Trendgröße man dann für den Handel nimmt. Was sehen wir? Wir sind doch deutlich über diesen Punkt drüber gelaufen. Das heißt, dieser Abwärtstrend ist erstmal wirklich rausgenommen. Jetzt korrigiert der ganze Spaß hier ein bisschen. Jetzt müssen wir einfach schauen, wie es weitergeht. Bricht dieser Korrektur oder bricht diese Korrektur den eigenen Bewegungstrend, dann gut, geht es wieder runter, dann wird das zweite Szenario, was wir besprochen haben, aktuell. Ansonsten, wenn er sich hier irgendwo fängt und wieder nach oben läuft, dann wird eher das Szenario auf die steigenden Kurse aktiviert. Und wir sehen hier auch sehr, sehr schön den Verlauf des Abwärtstrends, wo wir auch eine Marke haben. Hier möglicherweise sitzen hier Korrekturhändler auf Stopppositionen. Das sind also Marken, die wir nach oben hin schön mitnehmen können und für das Trading nutzen können. Wie schon gesagt, der Blick nach unten, den hatten wir ja auch. Aktuell müssen wir hier einfach nur abwarten, was der Markt macht, wie er rauskommt, ob das, was wir hier sehen, jetzt nur eine kleine Gegenbewegung ist, also eine kleine Korrektur nach diesem langen Schub auf Stundenbasis. Wenn es dann wieder hochläuft, dann selbstredend hier den Weg nach oben mit zu bestreiten. Zweites Währungspaar,
Euro-britischer Pfund. Auch hier erst einmal der Blick in den Tageschart hinein. Ich muss das Währungspaar nur mal rüberziehen. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier was sehr, sehr Interessantes unten um die Marke von 086728. Auch hier zoome ich mal kurz in den Chart noch etwas tiefer rein. Hier haben wir nämlich aktuell einen temporären Boden gefunden. Was hatten wir vorher? Wir hatten hier einen leichten Aufwärtstrend sozusagen im Markt gefunden. Der ist reingelaufen hier in den Widerstandsbereich um die Marke von 0884. Warum ein Widerstandsbereich hier? Das war eine Marke, wo dieser Trend, der hier nach oben lief, nach unten weggenommen wurde. Hier kam dann latente Schwäche rein hier oben, Doppeltop. Dann hat sich das Ganze doch deutlich nach unten entwickelt und das war halt eine Marke, die war schon sehr, sehr wichtig für den Gesamttrendverlauf. Deswegen das hier ein Widerstand und wir haben auch gesehen, der Widerstand hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Wir haben hier eine deutliche Abwärtsbewegung gesehen, die diesen kleinen Aufwärtstrend gleich wieder rausgenommen hat. Was kommt jetzt im kurzfristigen Bereich? Wir tingeln momentan so ein bisschen hin und her. Unten ist ein Boden, wie schon gesagt, hier um die 086728. Jetzt müssen wir mal sehen, was hier passiert. Kriegt der Markt endlich mal ein bisschen stärker und zieht nach oben, dann könnte man sagen, wenn wir hier oben drüber gehen, über dieses Tageshoch für das kurzfristige Trading, das Tageshoch hier lag bei 087146, dann haben wir hier ein Stückchen weiter nach oben im Widerstandsbereich hier um die Marke von 087280, wuppt der Markt dann da noch oben drüber, dann können wir uns vielleicht möglicherweise hier noch an anderen Tageshoch zu orientieren, das nächste wäre dann über den Daumen bei der Marke von 086626. Kommt hier allerdings kein Kaufdruck auf und wir prallen von diesem Tageshoch hier ab, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit, der Kurse wieder nach unten zu sehen und entweder es gibt dann so ein Hin- und Her-Getingel in dieser Range, die wir hier haben, oder aber wir sehen den Druck nach unten laufen. Wenn das Ganze bricht, haben wir hier an dieser Stelle Tagestiefs liegen um die 086551 beziehungsweise hier drüben die 086345, bevor wir dann hier das Tief dieser Abwärtsbewegung erreichen um die 086170. Die kann dann als Support gelten oder aber der Markt läuft einfach drunter. Da müssen wir uns dann selbstredend etwas weiter in die Vergangenheit zurückbewegen, um zu schauen, wo könnte es weitergehen. Anlaufpunkt wäre dann hier möglicherweise der Tiefbereich aus dem, was war es gewesen, aus April 2018. Schauen wir mal, was kommt. Das soll nicht Seminar bzw. das soll nicht Thema unseres heutigen Webinares sein. Von diesem Punkt sind wir zu weit weg. Aus aktueller Sicht von der Seite her müssen wir erst einmal sehen, was der Markt hier macht. Dieses Hin und Her Getingel übrigens auch ganz wichtig, da hilft uns der Blick in die untergeordnete Zeiteinheit nicht so wirklich. Warum? Es ist Getingel, nicht wirklich richtig trendig. Man kann zwar sagen, hier Bewegung, Korrektur, alles da gewesen hier. Wenn wir hier oben drüber laufen, ist dieser Abwärtstrend erst einmal gebrochen. Das wäre das Zeichen. Das ist wichtig, dass wir das haben. Aber solange wie wir hier keine Entscheidung bekommen, sondern immer nur hin und her Ping-Pong machen, dann hilft uns der Blick hier rein nicht. Dann könnte eventuell das Range-Trading interessant werden. Aber dann bitte von den Extremen, das heißt von oben nach unten beziehungsweise von unten nach oben, weil von der Mitte her ist das eher ungünstig zu schaffen. Das also hier der Blick in den Euro-britischen Pfund vom Tag in die Stunde. Und damit noch zum dritten Währungspaar für heute, den Australdollar, US-Dollar. Klasse, was hier passiert ist wieder. Jetzt müssen wir schauen, gestern gab es hier den Bruch aus dieser bärischen Flagge. Hier, wir gucken uns den Chart gleich nochmal etwas näher an. Hier wieder sehr schön vom Januar-Tief die Bewegung nach oben. Dann gab es das Hoch hier oben und dann zack, den Bruch erstmal von diesem Hoch weg. Aufwärtstrend gebrochen, das heißt, geht eher wieder nach unten. Das heißt hier mit erster Blickrichtung erst einmal kurzfristig natürlich eher die bärischen Muster zu suchen. Was haben wir gehabt? Wir haben hier schön nach diesem Schub nach unten den Peak nach unten gefunden bei 070540. Danach gab es schön eine Aufwärtsbewegung, die konnte man im Stundenchart auch sehr, sehr schön sehen oder kann man im Stundenchart auch sehr, sehr schön sehen. Hier eine bärische Flagge sozusagen. Gestern kam der Ausbruch hier und zwar, muss ich sagen, mit Schmackes und mal wieder total typischen Peak nach oben gemacht hier, Tageshoch 072068 und dann komplett runter abverkauft hier bis nach unten hin, fast an den unteren Support ran hier das Tagestief vom Band.
war es gewesen, vom 14.02. auch nochmal angepiekst, bevor es dann ein Stück höher geht. Jetzt sehen wir ein bisschen Rebound. Wo kann so ein Rebound hinlaufen? Hier in etwa zum Bruch nach unten dieses Aufwärtstrends. Wir gucken uns das Ganze gleich mal in der Stunde an. Rebound hat also möglicherweise ein bisschen Chance nach oben. Man muss aber immer im Hinterkopf halten, Nummer 1, auf Tagesbasis gibt es noch keinen Trend, der uns eine Richtung weist. Das heißt, hier sollte man eher im kurzfristigen Bereich unterwegs sein. Blick Nummer 2, das Ding hat eher bärische Tendenzen. Das heißt, hier muss man auch wissen, ist wahrscheinlich nur eine Gegenbewegung, wenn das Teil hier reißt. Wenn wir unten drunter, unter die 070.540 laufen, dann haben wir, weil hier einfach nichts ist, was für Halt bieten kann, zumindest aus technischer Sicht. Da ist ein sehr, sehr weites Feld offen bis hier runter zum Tief bei 0,76247. Da ist viel, viel Platz, viel, viel Luft unten drin. Da kann einiges passieren, was die Kurse deutlich nach unten drücken kann. Ob so kommt, man weiß es nicht, weil es gibt ja immer wieder so Situationen, wo der Markt sich auf anderen Grundlagen entscheidet. Aber hier aus technischer Sicht sieht es so aus. Und das sehen wir auch, wenn wir in die Stunde mit hineinschauen. Die Stunde gucken wir uns jetzt nochmal ganz kurz an, gerade auch wegen dem Ausbruch. Also wenn man das Ganze mal sieht hier, schön die trendige Bewegung in diesem Kanal hier oben rein. Und wir haben es halt gestern gesehen, hier war das Tief vom Trend. Da habe ich auch die Linie reingelegt hier. Das ist die 071403. Da könnte der Markt durchaus auch nochmal ranlaufen, den Ausbruch testen. Da ist dieser Aufwärtstrend hier gebrochen worden. Das war sozusagen das Signal, dass es jetzt der Ausbruch aus dieser bärischen Flagge ist. Jetzt ist der Markt runtergelaufen und jetzt wird es interessant, was hier passiert. Kriegen wir kurzfristig einen Rebound, dann ist es so, wir haben ja hier den kleinen Schub im Abwärtstrend gesehen. Läuft dieser neue Aufwärtstrend da drüber, könnte man tatsächlich kurzfristig oben ranlaufen, vielleicht sogar noch höher. Die Chancen sind auf alle Fälle da, eine Absicherung kann man sich recht eng suchen. Kommt das nicht dazu, prallen wir einfach ab und ziehen nach unten, dann müssen wir uns wirklich nach unten hin orientieren hier am Support. Und wenn ich das Ganze mal so klein wie möglich mache, hier gibt es nicht wirklich so viel, wo man sich an großen, wichtigen, markanten Marken orientieren kann. Das heißt hier an dieser Stelle, man hat zwar hier in diesem ersten Schub nach oben hin ein paar Anlaufpunkte nach unten, aber wie die Relevanzen sein werden, ich kann es nicht sagen. Das ist schon in diesen kleinen Zeiteinheiten so, so lange her und ist auch nur quasi ein Bewegungstrend gewesen von der ersten Initial-Peak-Zündung nach unten hin. Ich weiß nicht, was es an Relevanzen hat auf alle Fälle. Wir haben hier ein weites, weites Feld nach unten, was uns dann natürlich deutlich Potenzial gibt. Und man muss halt auch betrachten oder beachten, wenn es hier deutlich schiebt, dann haben wir hier sozusagen jetzt muss ich das mal nach oben ziehen, hier dann doch eine große, große Lage, die viel Potenzial nach oben bzw. nach unten hat, weil wenn es drunter geht, hier, schaut euch das mal an, wenn man alleine mal den Measured Move ausmisst, den das ganze Teil hier gehabt hat, vom Hoch sozusagen bis zum Tief unten ran in etwa und das Teil mal mit runternimmt, ich muss es nur mal versuchen anzuklicken, jetzt haben wir es da und das mal hier unten anläuft, da haben wir alleine vom Measured Move halt schon Platz hier theoretisch bis runter zur Marke von, was haben wir, 069069. Also es ist Potenzial nach unten da, wenn es der Markt spielt, hervorragend, das können wir gut zum Trading nutzen. So, jetzt schaue ich mal in die Chats hinein, ob wir hier etwas finden, was wir noch an Charts besprechen wollen. Nein, da steht nichts drin. Von der Seite her machen wir weiter mit den Themen für die Freitagswebinare. Das heißt, wir schauen einmal in die nächste Woche hinein. Heute sehen wir hier im Vergleich zur letzten Woche eine pickepacke, vollgepackte Terminseite. Hier nur die wichtigsten an dieser Stelle, die zweitwichtigsten, das heißt die mit der Relevanz 2 oder hier in den Bullenköpfen besprochen, da wo wir zwei Bullenköpfe sehen, da gehen wir natürlich in den Morgen-Webinaren immer wieder hier drauf ein, auf die aktuellen Tage. Das große Bild nächste Woche aus den USA bekommen, nicht USA, aus Großbritannien bekommen wir am Dienstag die Anhörung zum Inflationsbericht aus den USA. Gibt es die Baugenehmigung, das Conference Board, Verbrauchervertrauen, Paul spricht am Dienstag, am Mittwoch geht es in den USA weiter mit dem Thema ADP Beschäftigungsänderung. Wir bekommen die Auftragseingänge für langlebige Güter. Wir bekommen einen Einblick in die schwebenden Hausverkäufe und selbstredend, es ist Mittwoch, da gibt es in der Regel immer die Marktbericht vom Öl. Das heißt, wir kriegen hier die Rohöllagerbestände. Am Donnerstag gibt es dann aus China den Einkaufsmanagerindex China. Wir wissen, es ist sehr, sehr wichtig für die Weltwirtschaft mittlerweile geworden und auch das Thema Handelsstreit. Also hier gucken wir
wir auf alle Fälle sehr, sehr gespannt rein. Aus den USA bekommen wir das Bruttoinlandsprodukt zum vierten Quartal. Etwas alt die Daten, aber wichtig, das Ganze zu wissen. Am Freitag kriegen wir aus China den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Wir bekommen das Gleiche hier in der Eurozone, also in Deutschland, den Einkaufsmanager-Index. Wir bekommen am Freitag, am 1. März, die Veränderung der Arbeitslosigkeit, also deutsche Arbeitslosenzahlen. Wir bekommen aus Großbritannien den Einkaufsmanager-Index, die Verbraucherpreise in der Eurozone und wo wir bei den Einkaufsmanager-Indizes sind. Natürlich darf die USA nicht fehlen, das Ganze hier am Freitag. Also nächste Woche vollgepackt mit wichtigen Terminen, mit wirklich wichtigen Wirtschaftsindikatoren. Also eine Woche, wo wir viel, viel Bewegung auch erwarten können, wenn die Daten vom Markt so oder so gedeutet werden können. Wir wissen als Trader selbstredend, was wir hier an dieser Stelle auch zu tun haben. Das also für die Planung der kommenden Woche. Und damit gehen wir wieder zurück in die Charts und wir sprechen jetzt hier über die großen Indizes, die wir hier liegen haben. Was haben wir hier drinnen? Gerade den Dow Jones. Interessant, was bei den US-Indizes momentan passiert. Da kann man gucken, wo man will. Das ist überall nahezu das gleiche Bild. Die klemmen aktuell, ich hatte es in der Einladung zum heutigen Blog-Eintrag auch schon geschrieben, die klemmen aktuell unter wichtigen Marken. Was sind denn wichtige Marken hier in diesen Charts? Schauen wir mal rein, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Wir haben hier aus wichtigen Marken, da müssen wir mal auf den alten Trendverlauf oder ich will nicht sagen, der alte Trendverlauf. Es ist ja mit Blick auf die klassische, auf den klassischen Trendverlauf nicht der alte Trend, sondern der aktuell laufende Trend. Wenn wir das mal schauen, hier, ich zeichne es mal eben im Dow Jones ein, hier der Abwärtstrend. Der ist ja weiterhin am Laufen. Ja? Das heißt also hier, der Abwärtstrend hat seine Bewegungen und seine Korrekturen auch mit eingebracht. So, hier gab es untergeordnet etwas. Aber da gab es auch relevante Marken. Das heißt, wenn wir uns Marken aus den Charts heraussuchen, wo wir sagen, die haben eine hohe Relevanz, dann sind das manchmal auch Marken, die innerhalb von so einem Trendverlauf auch auftauchen. Ja? Das heißt, was wir hier sehen, ist ja die Tatsache, dass wir diesen großen Abwärtstrend erst bekommen haben, als wir hier unter diese Marke drunter gelaufen sind. Das heißt, unter das Tief wir gucken mal kurz rein, was war das Tief gewesen, unter dem Tief von 24.127 Punkten. Das heißt, in dem Moment, als der Markt hier unter dieses Tief drunter gelaufen ist, haben wir den Abwärtstrend bekommen. Das heißt, bis dahin war es ein Support-Level, das wurde gebrochen, runter, erledigt. Aber der Trend an sich ist halt da erst entstanden, hatte aber vorher hier noch einen markanten Zacken im Chart mit hinterlassen. Und aus diesem Grund, wenn man sich das Ganze mal anschaut, hat man hier halt eine sehr, sehr, sehr weite Bewegung. Das heißt, wichtige Marken hier momentan in diesem Chart, ich mache das Ganze mal in einer rötlicheren Farbe, damit man das als Widerstand auch besser erkennen kann. Hier haben wir die Marken liegen, relativ nah auch übereinander. Deswegen zwei naheliegende Widerstandsbereiche. Das könnte dafür sorgen, dass wir einen deutlichen Widerstand bekommen oder, wie ich immer so schön sage, dass der Markt mit Schmackes nach oben geht und wir uns hier momentan nur so ein bisschen sammeln. Das muss man sehen, was wird. Das Chartbild ist auf alle Fälle etwas zögerlich. Wir sehen hier so ein bisschen wie so eine Trompete, die nach außen geht. Wir sehen steigende Hochs, wir sehen aber auch fallende Tiefs. Also es ist schon ein gewisses Maß an Unsicherheit bei den Marktakteuren da mit Blick auf diesen Markt. Aber wir haben halt diese Level hier oben drüber liegen, also hier knapp die 26.000 Punkte Marke oder Richtung 26.100 und hier oben die 26.000, das haben wir ein bisschen über 200. Das hier zwei Widerstandsmarken. Nimmt er die? Dann haben wir schön die Chance, auch Richtung hoch hier oben zu laufen, Richtung Allzeithoch. Gibt es allerdings etwas an korrektiven Tendenzen, dann müssen wir einfach mal schauen. Wir haben jetzt hier einen Trend, einen Aufwärtstrend, der auch in seiner letzten Bewegung weit gelaufen ist. Das heißt, es könnte hier durchaus auch mal etwas zu Potenzial nach unten kommen. Das heißt, hier, wenn wir uns das mal das letzte Stückchen anschauen, hier diesen kleinen Zacken mal noch nach unten gegangen. Aber diese letzte Bewegung hier nach oben, das mache ich mal eben grün, weil es ein Aufwärtstrend ist, das haben wir jetzt da und der Markt kann ja ohne weiteres erstmal zu einer ganz klassischen Korrektur übergehen. Das heißt, er könnte ohne weiteres hier Marken anlaufen. Hier, was haben wir hier unten da? Die Marke von ungefähr 25.260 beziehungsweise hier das Tief des aktuellen Trends hier um die Marke von 24.800, knapp 70 Punkte. Das kann er machen, ohne den Trend zu verletzen. Er kann auch noch viel tiefer laufen.
laufen. Dann im großen Kontext muss man sehen, was draus wird. Vielleicht ein höheres Tief dann generieren und den Trend dann rausnehmen. Das ist alles offen. Keiner weiß, wie es weitergeht. Das heißt, wir sind hier weit gelaufen. Wir haben weiterhin alle Chancen, nach oben weiter zu laufen, weil die Wirtschaft läuft relativ gut. Das sehen wir auch in der aktuellen Berichtssaison. Da gibt es auch deutliche Überraschungen. Das heißt, die Indizes stehen auf einer wirtschaftlich guten Basis, wo wir eine Chance haben, weiter nach oben zu laufen. Korrekturen sind aber immer drinnen und das müssen wir einfach an dieser Stelle mit im Blick haben. Das ist das gleiche Bild, was wir beispielsweise auch im technologielastigen Nasdaq sehen. Hier mit dem Chart von der letzten Woche auch noch mit offen. Wir sind im Vergleich zur letzten Woche nicht wirklich vorangekommen. Letzte Woche haben wir hier drüber gesprochen, da standen wir hier oben in diesem Bereich hier, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag hier, das war letzte Woche. Da ist nicht viel passiert. Wir sehen, wir korrigieren hier gerade so ein kleines bisschen an. Anlaufpunkte auf der Unterseite haben wir weiterhin stehen. Aus dem untergeordneten Trendverlauf der Stunde sehen wir hier die weiteren Anlaufmarken nach unten. Hier haben wir dann das aktuelle Trendtief, was hier wahrscheinlich höhere Relevanz haben wird bei 6.832 Punkten. Mit Blick nach oben, wenn sich die positive Dynamik hier auch weiter fortsetzt, selbsttretend, wenn wir hier oben drüber laufen, über die 7.136 Punkte, dann ist rein technisch gesehen dieser große übergeordnete Aufwärtstrend rausgenommen und das gibt uns dann selbsttretend das Potenzial hier weiter hochzulaufen. Marken mit Blick auf die Korrekturhochs hier, die 7218 Punkte Marke und die 7354 Punkte Marke. Das also hier zum Nasdaq und dann schauen wir uns das Ganze mal noch auf den deutschen Aktienmarkt mit an hier. Das Ganze im DAX und auch der DAX klemmt so ein klein wenig unter einer wichtigen Marke hier. Das möchte ich natürlich nicht missen, das Ganze zu machen. Das heißt, hier sind wir nach unten gelaufen. Kurze Änderung der Farbe an dieser Stelle wieder. Das heißt, wir müssen einfach auf die Stellen schauen, die im Abwärtstrend relevant gewesen sind. Und da werden wir gleich sehen, wo der Markt hier steht. Ich visualisiere das einfach mal. Hier war so ein Hoch gewesen, das gleich wieder abverkauft wurde. Also hatten wir hier auch etwas an Marktrelevanz auch mit da gehabt. Und hier unten war eine sehr, sehr interessante Marke. Das war die Marke, wo wir gesehen haben, der Abwärtstrend ist gebrochen. Das heißt, das ist ein schöner, schöner Verlauf nach oben. Hier. Der schöne Aufwärtstrend, hier gab es zwischendrin mal einen Zacker nach unten, da hat der ein oder andere doch mal kräftig Luft geholt, aber der Markt ist hier wieder reingelaufen. Wir sind hier jetzt nur aktuell um die Marke von 11.500 Punkte irgendwo in einem Widerstand begrenzt. Das heißt, hier sehen wir, dass der Markt nicht so deutlich nach oben gehen will, wie er das hier beispielsweise die letzten Tage auch getan hat. Das heißt, da brauchen wir in irgendeiner Art und Weise auch eine Entscheidung, wie es weitergehen kann. Und das ist das, was wir hier aktuell sehen. Das heißt, das übergeordnete Bild, wir sehen, der Markt hat auch immer mal einen Zackenschliff nach unten da. Das kann immer wieder passieren. Aber wir sehen aktuell, dass wir immer wieder, wenn der Markt nach unten fällt, relativ zeitnah Käufer bekommen. Und das ist eher ein Zeichen für bullische Tendenzen als für einen Bärenmarkt, weil im Bärenmarkt werden eher höhere Kurse zum Verkauf genutzt und im Bullenmarkt werden tiefere Kurse zum Kaufen genutzt. Und das ist ja das, was wir hier an dieser Stelle im Markt auch gesehen haben. Immer um die Marke von 11.000 Punkten kommen wieder Käufer mit hinein. Das war ja diese wichtige Marke, die wir hier unten gesehen haben. Das war dieser Bereich hier unten um die 11.000 Punkte, wo dieser Abwärtstrend gebrochen worden ist. Das ist eine Marke, da kommen immer wieder Käufer mit hinein. Und aus diesem Grund muss man die im Blick haben. Und das sind eher die bullischen Tendenzen, die wir sehen, wenn wir hier unten in diesem Bereich immer wieder Verteidigungskäufe sehen, wo der Markt nach oben hin gekauft wird. Das macht ja entsprechend auch Sinn, auf solche Marken auch zu achten. Und wenn wir dort Support bekommen, dann läuft es hoch. Entschuldigt, dann läuft es nach oben. Wichtig ist, was passiert jetzt hier? Hier könnte es Korrektur geben. Das muss man einfach ein bisschen auf dem Schirm haben. Aber wenn wir dann wieder die positiven Tendenzen sehen, dann haben wir doch recht gute Karten, weiter nach oben zu laufen hier in Richtung von diesem Peak. Ich klemme da gleich auch noch mal ein Preisschildchen dran, dass man das im Nachhinein auch besser erkennen kann. Also hier die Marke über den Daumen 11.560 beziehungsweise dann hier drüben der nächste Hochpunkt bei knapp 11.700 Punkten, das hier zur Oberseite. Wie schon gesagt, wenn noch Fragen zu einem anderen Index sind, bitte nicht scheu sein, bitte einfach hier zurückmelden. Ich kann in den Charts gerne mal noch mit reinschauen, was interessant ist. Ansonsten würde ich an dieser Stelle nochmal das Währungspaar Euro-US-Dollar kurz beleuchten. Da haben wir uns ja in den letzten Tagen an einer wichtigen Linie auch begeben. Das heißt, hier haben wir unten, wir sehen es an dieser Stelle, einen Supportbereich hier
diese Marke, die hat schon immer mal gehalten für die Wege nach oben. Das haben wir auch hier gemerkt, ungefähr die Marke von 1,12. Was haben wir hier unten? Mal kurz gucken, das Tief war gewesen. Wo haben wir es gewesen? Bei das Low war bei 1,12, 1,54. Das heißt, hier die Marke von ungefähr 1,12, die ist sehr, sehr wichtig in diesem Chart. Und das ist etwas, wenn wir uns das im Wochenchart auch anschauen, das ist aus der weiten Zeit von hinten auch ein bisschen ersichtlich. Also hier haben wir einen Bereich gehabt, der schon immer mal für Schwankungen gesorgt hat, für Support gesorgt hat, beziehungsweise von unten her als Widerstand hier drüben genommen wurde. Das heißt, das ist eine Marke, egal als was sie jetzt fungiert, die hat eine relativ hohe Bedeutung für den Markt. Und da guckt der Markt halt einfach drauf. Und wenn man das mal im etwas kleineren sieht hier, im kürzeren Bereich hier, in diesem gesamten aktuellen Trendverlauf, ist diese Marke sogar noch etwas höher zu sehen. Da haben wir noch die Marke von 1,13 mit im Raum. Und das sind wichtige Faktoren, wo sich der Markt momentan aufhält hier. Also wenn es zum Abprall kommt, haben wir immer wieder ein bisschen Potenzial nach oben. Wenn es hier zum Bruch kommt, dann haben wir das Potenzial zur Unterseite hin. Das heißt, wir müssen hier nur warten, was der Markt macht. Ein deutlicher Bruch nach unten könnte wirklich für eine dynamische Abwärtsbewegung sorgen. Ich sage aber mit Absicht dazu, könnte, weil so schwankungsstark wie der Euro-US-Dollar ist, muss man einfach mal sehen, was dann am Ende auch bei kommt. Auch jetzt diese Finanzspritzen seitens der EZB, die möglicherweise kommen könnten, muss man einfach mal schauen, wie das die Auswirkungen hier auf den Euro mit hat. Auf alle Fälle aktuell wieder oder immer noch in einer wichtigen Marke, hier in einem wichtigen Supportbereich. Und hier wird der Markt irgendwann eine Entscheidung fallen, ob es nach oben oder nach unten geht. Wenn man sich das ganze übergeordnete Bild anschaut, eher nach unten. Aber es ist ja nicht vorhersehbar, wo das Ganze hingeht. Von der Seite her eine Marke mit einer wichtigen Relevanz, was es allerdings fürs reine Trading etwas schwieriger macht, weil man hier im kurzfristigen Bereich schnell mal Geld verdienen kann, aber im mittelfristigen Bereich durch diese großen Schwankungen doch mit einem ganz anderen Markt zu tun hat, als dann, wenn wir wirklich schön nach oben oder nach unten trennten. Hier um diese Linie rum ist halt immer mal ein bisschen hässliche Bewegung. Schöner ist es, wenn wir wirklich solche Bewegungen und Korrekturen haben. Da kann man feiner traden. Aber hier, wir sehen es einfach auch hier. Das ist ein Zickzack hin und her. Das ist was für die schnellen Trader, für die Daytrader oder auch für die Scalper, für diejenigen, die in den höheren Zeiteinheiten, in der Stunde beispielsweise traden. Da macht es eher Sinn, auf eine Entscheidung vom Markt zu warten, um dann die Positionen fürs eigene Portfolio auch mit zu eröffnen. Markus, einen schönen guten Morgen von meiner Seite her. Danke für die Wünsche. Das also zu den wichtigsten Indizes und dem Euro-US-Dollar an dieser Stelle. Fragen zu weiteren Werten habe ich jetzt an diesem Punkt nicht bekommen, sehe ich in den Chatverläufen nicht. Das heißt, wir machen hier wie jede Woche Freitag, wenn wir einen edukativen Teil haben, technisch gesehen einen kurzen Break. Ich nehme das Video an zweiter Stelle weiter auf. Bleiben Sie einfach mit dran. Das läuft hier ganz kurz durch. Nur für diejenigen, die sich die Videos dann im Nachgang auch anschauen, mache ich den edukativen Teil immer als separates Video, das dann im YouTube-Kanal von Tickmill auch als zweites separates Video mit angeschaut werden kann.